wirklich nicht nur einmal die Liebe. Naja, aber nur einmal blüht im Jahr der Mai und nur einmal im Leben die Liebe, heißt es zumindest im Liedtext, mein lieber Roman. Und ob das im realen Leben auch so ist, das wollen wir ja heute Abend feststellen. Damit, liebe Zuschauer, was? Ich werde das nie verstehen. Was mit der Liebe, oder? Nein, das mit dem Tanzen. Du bist ein super Tänzer, Roman. Herzlich willkommen an diesem, ja, feuchten, was feuchte Hände, ja, ja, aber doch warmen Maiabend, liebe Zuschauer. Da kann ich mich nur anschließen, und zwar ohne Wenn und Aber. Willkommen zu einem langen, langen, ganz, ganz langen Abend, der, davon sind wir überzeugt, was heißt überzeugt, wir wissen es, ein Abend, der Sie gut und hervorragend unterhalten und Ihnen viel Freude, viel Spaß und ganz viel Vergnügen bringen genau wird. Genau, und wir beide, also der Roman und Ines. Wir werden unser Bestes geben, damit Sie, liebe Zuschauer, einen lustigen Abend haben. So sieht es aus. Und zwar mit hervorragend ausgesuchten Humornummern, die es zum Thema Frühling und Mai gibt. Schauen Sie mal. Das ist Musik, die gute Laune macht. Das waren die blonde Alexandra und die dunkelhaarige Anita im Frühlingsfest der Volksmusik. Sie kennen sie natürlich als die Geschwister Hoffmann. Und beide gehören mittlerweile zu den populärsten Künstlerinnen der deutschen Schlagerszene überhaupt. Und die beiden, die könnten bestimmt auch so einiges über ihr Liebesleben erzählen, so wie Sie bestimmt auch, Roman. Wir wollen ja im Laufe des Abends nachher noch wissen, wann unsere Zuschauer das letzte Mal die berühmten Schmetterlinge im Bauch hatten. Das ist ein geiles Gefühl, sag ich dir. Wann war es denn bei dir das letzte Mal? Ach Ines, wenn ich dich so angucke, fällt es mir glatt weg an, aber ich sag's nicht. Auf, der doch Schmetterling, nicht. Der ist ja auch ja, schön anzusehen, ne? Ja, nicht nur das, er ist ja nicht irgendwie nur ein einfaches Insekt, er ist ja viel, viel mehr. Ne? Nee, der wird in vielen Schlagern zum Frühling ja auch besungen. Kleiner, bunter Schmetterling oder ich wäre so gern ein Schmetterling. Lass doch dein Herz mal Schmetterling sein. Ich will fliegen wie ein Schmetterling. Ach, Glück ist wie ein Schmetterling. Und in England wird er ja auch ganz zärtlich Butterfly genannt. Übrigens, in den 80er Jahren gab es so einen tollen Film. Butterfly, der blonde Schmetterling mit der halbnackten Bia Sadora. Das war... Ich glaube, das hat mit den Schmetterlingen, die wir jetzt meinen, nichts zu tun. Schade. Ja. Wir lassen jetzt die Schmetterlinge mal für Sie flattern, liebe Zuschauer. Freuen Sie sich auf ein musikalisches Schmetterlings-Medley. Wahnsinn, oder? Es ist so ein Song, den hört man einmal und kriegt ihn nicht mehr raus. Man möchte ihn auch gar nicht rauskriegen. Ich denke, dass ein großer Teil unserer Zuschauer sich noch an Daniel Gérard und an seine legendäre Butterfliege erinnert. Vor 35 Jahren war das ein Riesenhit, wurde in 7 Sprachen übersetzt und mehrfach vergoldet. Jetzt stellen Sie sich vor, der hätte das auf Deutsch gesungen. Butterfliege. 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 Meine Butterfliege. Das ist irgendwie wenig. Wenig ja. Butter in der Fliege. Ja. Liebe Zuschauer, dieser Titel, der weckt ja aber trotzdem bestimmt auch Erinnerungen in ihn. Zum Beispiel, wie Sie im Wonnemonat Mai Ihren Mann oder auch Ihre Freundin kennengelernt haben und wie Sie sich dann näher gekommen sind, den ersten Kuss bekamen. Ja, oder vielleicht auch den letzten. Naja, auch darüber können Sie uns erzählen. Liebe und Leid liegen ja oft dicht beieinander. Wie auch immer, wir sind verdammt neugierig. Und wenn Sie uns eine kleine Geschichte aus Ihrem Leben erzählen möchten, dann bitte tun Sie es. Jawohl, und zwar per Telefon. Rufen Sie uns an. Unsere Nummer ist die 0180 15 16 20. Und für Ihre kleine Geschichte, die Sie uns beiden und natürlich auch den anderen Zuschauern erzählen, gibt es als kleines Dankeschön eine niegelnagelneue CD. Und zwar diese CD von Florian Silbereisen, die schicken wir Ihnen nach Hause. Und da ist alles drauf, was das Frühlingsfest der Volksmusik in diesem Jahr zu bieten hatte. Natürlich Florian Silbereisen, DJ Ötzi, die Höhner sind mit dabei, der Randfichten, Patrick Lindner, Mara Kaiser, Nicole, Andy Borg, Michelle, Frank Schöbel. Dann haben wir nochmal Florian Silbereisen, ja. Judith und Mel, Inka und so weiter und so fort. Damit ist jede Party gerettet. Schön, oder? Ja, schöne Musik zum Samstagabend, 20:50 Uhr. Und wir freuen uns jetzt auf eine Frau, die als Erste durchgekommen ist. Ja, wir haben einen Anruf. Wer ist denn in der Leitung? Ja, schönen guten Abend, hier ist Lippert. Nein. Frau Lippert? Ja. Die Frau wo Lippert? Ist Lippi? Nein, mit Lippi habe ich nichts zu tun, nur der Name ist gleich. Und ich möchte mein schönstes Erlebnis im Mai, war der 13. Mai 1980. Da wurde meine Tochter Tina geboren, die heute ihren 26. Geburtstag feiert und die ich ganz, ganz lieb grüßen möchte. Oh, na herzlichen Glückwunsch auch von uns. Schaut sie denn jetzt gerade zu? Ja, das weiß ich nicht, aber ich werde es mir aufnehmen und werde es ihr dann zeigen. Frau Lippert, wollen wir so ein ganz kurzes Geburtstagsständchen singen? Für Tina hieß sie, ja? Ja. Ja, wollen wir zusammen? Tina. Sie, Tina, ja? Natürlich. Okay, aber also, Sie mit. Ja? Ja. 3, 4. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tina. Happy Birthday to you. Wir können auch anstoßen. Zum Wohl. Auf die Tina. Auf den 16. Das ist ein schwieriges Alter, 16 Jahre. Ja?
Der erste Freund? Hallo, 26. Ah, 26. Männer, Frau Lippert, nehmen Sie es nicht so krumm. Männer hören nie zu. Aber nein, sie sieht aus wie 16. Sie vielleicht jetzt freuen, dass er erst 16 ist, wäre ihr vielleicht auch angenehm. Ja, wir werden mit 26 ist man ja noch jung, also da kommt das noch nicht. Sie sieht auch jünger aus. Ne? Frau Lippert, Sie haben einen Musikwunsch. Ja, Andrea Berg würde ich gern hören. Ach, sollen Sie doch kriegen. Andrea Berg, schauen Sie mal, haben wir extra für Sie hier unten. Eine Frau wünscht sich Andrea Berg. Es ist ja auch ich dachte immer, Männer stehen auf Andrea Berg. Auch. Ja, aber ich höre sie sehr gern. Jawohl, weinen kann ich auch ohne dich. Und das in einem Meer von Blüten. Die arme Andrea. Wieso? Na, weinen. Sie hat keinen Grund zu weinen, denn es gibt keine Frau in Deutschland, die mehr CDs verkauft als Andrea Berg. Ihr neues Album heißt Splitter nackt. Sie sieht ja auch richtig sexy aus und sie kleidet sich auch mal richtig sexy. Sie ist ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet dann nach Süddeutschland gezogen. Mittlerweile ist sie auf der ganzen Welt bekannt. Und den Titel spielen wir nur für Sie, Frau Lippert. Und vielen Dank. Viel Spaß auch mit unserer CD von Florian Silbereisen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Danke gleichfalls. Liebe Grüße an die Tina. Tschüss. Danke. Mach ich. Viel Spaß mit Andrea Berg. Na Roman, was dazugelernt? Ja, also ich wiederhole nur das, was ich vorhin schon gesagt habe. So mal einen kleinen Kräutertee so zwischendurch. Das stärkt übrigens. Das mit dem Kerbel habe ich noch nicht gewusst. Das müssen wir merken. Aber ganz toll war der Spruch mit dem... wie war das? Haut jede Jungfrau um. Das ist doch der Hammer, oder? Haut jede Jungfrau um. Ja, ich will ja nicht gleich vermessen. Wisst ihr ja, wir haben, glaube ich, jemanden in der Leitung, ne? Vielleicht kennt sie ja die Frau Freidang aus der wunderschönen Lutherstadt Wittenberg, auch mit Kräutern aus. Guten Abend. Guten Abend. Kennen Sie sich mit Kräutern ein bisschen aus? Na ja, schon ein bisschen, ja, doch. Ja. Warte, mit dem Basilikum, das ist irgendwie... Ah, das, wussten Sie das? Ja. Echt? Ehrlich? Ja. Ja, ist ja der Hammer. Ja gut, ich hau mir das massenweise auf die Tomaten, aber ich meine, gut, mit den Jungfrauen, das funktioniert bei mir nicht so. Ja. Frau Freidank, ja. Sie möchten uns erzählen, was Sie im Wonnemonat Mai einst erlebt haben. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. Bitte schön. Also meine Geschichte ist einmal die, dass ich am 25. Mai 1990 noch einmal geheiratet habe und sehr glücklich bin seitdem auch. Aber die Geschichte, dass es der 25. Mai war, hatte ja einen Grund. Und der Grund war folgender. Meine Eltern, die beide verstorben waren, hatten 1940 am 25. Mai geheiratet, war also der Tag der goldenen Hochzeit zum Andenken an meine Eltern. Aha, Sie haben also am gleichen Tag geheiratet wie Ihre Eltern. So ist es. Ja, ich habe aber eine Tochter, die wollte auch am 25. Mai heiraten. Das hat nicht geklappt. Die hat nun dann am 26. ihren Hochzeitstag. Und können wir mal fragen, wie lange sind Sie jetzt schon verheiratet? Jetzt 16 Jahre. 16 Jahre und 90 geheiratet. Ja, Entschuldigung, Mathe war nie meine Stärke. Ich hab's ja nur gesagt. Ja, dazu bist du ja hier. Und es war, ist jetzt die große Liebe Ihres Lebens. Liebe auf den ersten Blick, Frau Freidank? Na ja, gut, ich war zu der Zeit schon 50. Also das war schon mal... Liebe kennt kein Alter. Schon mal, jawohl, das ist schon mal die späte Liebe. Ach, ist egal, ob spät oder zeitig, Hauptsache es ist die ganz große Liebe und es ist der richtige Musikwunsch. Was dürfen wir Ihnen denn präsentieren, liebe Frau Freidank? Ja, unsere Phase des Kennenlernens war Andy Borg sehr viel. Und darum hatten wir sehr viel den Andy Borg bei uns zu Hause. Den da hat uns dann immer begleitet. Es ist Andy zwar Borg. Meine Seite, aber weil du gerade eben so... Ja. Bitte schön. Ja, hallo, Mann. Andy Borg. Soll ich dir sagen, meine Eltern mögen den auch. Ich mag dich auch. Und der Fastschwager von Florian Silbereisen, wussten Sie das? Ach, das ist aber noch schöner. Da freue ich mich ja ganz besonders. Auch den mag ich sehr. Den Flori, das ist ja viele Jahre vergangen, drum eben. Den mögen wir ja alle. Genau. Ja. So, Andy Borg singt, weil ich dich nie vergessen kann. Also er ist ja die Stimmungskanone schlechthin und der Nachfolger von Karl Moix' Musikantenstadel. Darauf freuen sich nicht nur die Fans der deutschsprachigen Musik, sondern alle, die den Andy Borg richtig mögen. Und er ist auch auf dieser CD drauf und Sie bekommen eine in den nächsten Tagen. Die niegelnagelneue CD von Florian Silbereisen, dem Fastschwager von Andy Borg. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Liebe Grüße an Ihren Mann. Danke, das ist richtig aus. Danke. Tschüssi. Für Sie, Andy Borg.